würde am liebsten noch mal vorneweg eine Sache schicken. Nicht, dass, dass wir hier oder dass ich hier wie so ein voll der radikale Aktivist irgendwie sitze. Also, was also diesen, wichtig, den Eindruck habe ich nicht. Ja, du vielleicht. Ja. Ich weiß ja gar nicht, wer hier zuguckt. Oh shit. Wer ja, seid ja, ihr? Ja, 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 die Sache ist, das ist nämlich super wichtig, dass nur, also es kann durchaus sein, dass egal wer, wenn du was, du machst etwas und das ist rassistisch. Ne? Aber das heißt nicht, dass du gleich ein Rassist bist. Nein. Ne? Also das ist ganz wichtig zu verstehen. Heißt also, Thomas, Gerd, Klaus und Britta, ihr könnt hochgradig unsensibel mir gegenüber sein und auch tatsächlich, wie diese Frau im Küchenstudio zum Beispiel, einen rassistischen Witz machen oder etwas Rassistisches sagen. Das macht euch aber per se nicht zu einem Rassisten. Ne? Weil das ist nämlich, was passiert, wenn du mit fremden Leuten dann, weil da hat man nicht unbedingt so diese Andockstation, oder wenn ich dann nochmal in meinem Hauptberuf arbeite mit Menschen, die ich noch gar nicht so lange kenne, und dann sage ich denen, du hör mal zu, was du gerade gemacht hast, ist nicht in Ordnung, das war nämlich rassistisch, dann geht da gleich so eine rote Flagge hoch. Dann sagt jeder so, oh, stopp mal gerade, ich bin kein Rassist. Logischerweise, weil keiner will ein Rassist sein. Ne? Und dieses Verständnis dafür, dass, ah, ich habe jetzt was gemacht, das war rassistisch, aber das macht mich nicht gleich zu einem Rassisten, das ist wichtig, aber da kommst du fast gar nicht mehr, da kommst du fast gar nicht mehr hin. Ne, weil bei deinem Gegenüber, die hören nur Rassismus und es ist die höchste Anklage, fast, die du einem machen kannst heutzutage. Ja, ja. Und dann ist es schon fast schwierig, irgendwie rational miteinander zu sprechen, weil sich jeder verletzt fühlt. Ne? Und dann gibt es, das passiert total oft, dann wird das dann fast umgedreht, so eine Täter-Opfer-Umkehr. Dann heißt es dann, der hat gesagt, ich bin Rassist, das kann ja nicht sein. Und dann sind alle total aufgewacht, so was, nein. Und jetzt kann man gar nicht mehr über das eigentliche Problem sprechen. Und jetzt bin ich der Schlimme, der Rassismus benannt hat. Und jetzt haben wir ein ganz anderes Problem. Wer bin ich, ist die Frage. Ich bin Mike, ich bin 44 Jahre alt, ich bin geborener Wiesbadener und arbeite als Diversity Consultant. Das steht zumindest bei meinem LinkedIn drauf. Also was heißt das? Ich habe mit Freunden und Arbeitskollegen eine Diversity-Agentur gegründet oder wir sind gerade in dieser Gründung und das ist so unser Hauptthema eigentlich. Und so würde ich mich jetzt auch erstmal hier vorstellen heute. Also ich bin natürlich noch vieles andere. Ich habe noch einen Hauptberuf. Ich bin hauptberuflich bin ich Flugbegleiter bei einer großen deutschen Fluggesellschaft, die jetzt hier nicht genannt werden möchte. Das mache ich seit 20 Jahren. Krass, okay. Und das gibt aber einem immer wieder, oder zumindest mir, die Freiheit, ganz viele andere Dinge auszuprobieren in der Freizeit. Also Flugbegleiter, ich mache so 3 Flüge im Monat ungefähr. Und den Rest habe ich frei und Zeit. Okay. Und da kann man sich ausprobieren und da habe ich vieles gemacht. Ne? Also ich war Videograf, war ich schon mal, ich habe Hochzeiten gefilmt und also ganz viele Sachen habe ich ausprobiert, auch YouTuber und dergleichen. Und ich glaube, vor 5 Jahren hat sich dann rauskristallisiert, dass Diversität doch das Thema ist, was am meisten Was war denn so resoniert. Ausschlaggebend zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Richtung Diversity, speziell im Bereich von Consulting, ich gehe mal davon aus, das ist hauptsächlich B2B, also quasi du berätst Unternehmen, wie die diese diverse Kultur, Diversität implementieren, einführen. Oder ja, genau, das ist genau das, was wir machen. Das ist genau das, was wir machen. Wie bin ich drauf gekommen? So die Origin Story sozusagen. Wie ist Mike zu Diversität gekommen? Ist eigentlich ganz lustig. Meine Freundin und ich, wir waren in einem Küchenstudio hier in Wiesbaden. Redi Küchen. Immer raus. Das sage ich, Digga. Immer raus. Und damit. Da haben wir unsere Küche gekauft und wir sind dann umgezogen, mussten also nochmal in dieses Küchenstudio, um die einfach umzuplanen. Ne? Und dabei ist was Seltsames passiert. Die Küchenplanerin, wir sitzen da also rum und besprechen, hier muss jetzt ein Schrank weg, der ist zu viel. Ja, da ist egal. Und auf jeden Fall war es dann so, wir hatten uns dann entschlossen, dieser eine Schrank muss weg, dann passt er besser in die neue Wohnung. Und dann habe ich scherzeshalber zu meiner Freundin gesagt, oh, da ist aber meine ganze Schokolade drin. Und dann sagte die Küchenmitarbeiterin von Redi, die sagte dann so, ah, die brauchen sie ja, ne, damit sie so schön braun bleiben. Ne, also ich so, okay. Und das war weird, erstmal. Ne? Out of nowhere kamen die einfach mit Out of nowhere kamen die einfach mit so einem rassistischen Spruch. Und wir haben dazu gar nichts gesagt, es war einfach nur seltsam und es hat mich tagelang noch geärgert, weil ich nicht wusste, war das jetzt rassistisch
oder bin ich nur empfindlich? Genau, das, ne? Darauf wollte ich auch nochmal gleich so hinaus. Genau, also das war die Sache, die habe ich so mit mir mitgeschleppt. Und da habe ich einen Freund von mir getroffen, der hat bereits eine Diversity-Agentur mit seiner Frau, die kenne ich auch schon ganz lange. Und den habe ich dann gefragt, der heißt Christian. Und ich sage, du Christian, hör mal, Folgendes ist passiert, habe das erzählt. Und er hat mir dann erklärt, warum das problematisch ist. Also er sagte, Mike, das ist ganz klar rassistisch, hat mir auch erklärt, warum das so ist. Okay. Und er hat mir quasi eine Legitimation gegeben für mein seltsames Gefühl. Und das Lustige daran ist, dass er ist ein weißer Mann quasi. Mhm. Ne? Und ich fand das super strange, dass quasi ein alter weißer Mann, so als Schlagwort, mir jetzt erklärt hat, wie Rassismus funktioniert. Und dann dachte oder ich dein, mir so, dein Gefühl, was du hattest, das hat eine Berechtigung. Ja, ja, genau. Und das fand ich halt so seltsam, weil ich dachte so, warum weiß ich sowas eigentlich nicht? Und der hat mir dann damals ein Buch empfohlen, hat gesagt, du liest immer dieses eine Buch, Exit Racism hieß dieses Buch von Tuboga Ogette. Habe ich dann gelesen und da dachte ich mir so, oh wow, hier steht sehr viel, hier steht so viel Wahres drin, über das ich mir noch nie so wirklich Gedanken gemacht habe. Und das führte dann zu so einer Art, ich sag mal, so was wie so ein politisches Erwachen irgendwie in mir drin. Und seitdem habe ich ein Buch nach dem anderen gelesen, weil ich mich immer wieder wiedergefunden habe in diesen Büchern. Ne? Mit meinen Erfahrungen als schwarzer Deutscher sozusagen. Ne? Und es sind immer wieder Situationen aufgetaucht, wo ich dachte so, ey, das ist mir auch schon passiert. Ah krass, das hat sogar einen Namen. Ne? Also nicht, dass es jetzt aus so einem Bauchgefühl resultiert, sondern es gibt wirklich Leute, die beschäftigen sich damit und die ganzen Sachen, die haben auch einen Namen und es hat auch einen Ursprung und da gibt es auch Strukturen und Systeme dahinter und das fand ich so spannend, das hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen und das ist jetzt mein Thema, also speziell anti-schwarzer Rassismus und so ein langer Satz, so koloniale Kontinuitäten in der postmigrantischen Gesellschaft. Das heißt, das klingt immer super fancy, ja, wenn man das sagt. Also was heißt das? Das heißt, warum sind Dinge so, wie sie sind? Ne? Und wo hat das seinen Ursprung? Also viele Sachen, die rassistisch sind oder die wir als rassistisch empfinden, haben halt ihren Ursprung nicht im Jetzt, sondern sind schon 100 Jahre alt und die tragen wir alle mit uns. Und zwar alle. Auch jeder, der in Deutschland sozialisiert ist, der hat so rassistische Wissensbestände, sagt man. Ne? Und die sind einfach da. Und oft macht man sich da gar keine Gedanken drüber, sondern es ist einfach so. Und genau, das ist jetzt mein Thema sozusagen. Und würdest du dich jetzt in dem Ganzen, du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, jetzt die Dame von der oder aus oder von der Teufelsküche, nenne ich jetzt einfach mal, du hast gesagt, okay, bin ich jetzt überempfindlich oder ist das wirklich so? Wie schätzt du dich im Allgemeinen jetzt, unabhängig jetzt von dieser Situation? Bist du jemand, der in dieser Hinsicht, ja gut, das ist immer so subjektiv, objektiv, aber würdest du sagen, ja, du hast ja Tendenzen, dass wenn da was passiert, dass du dann sagst, wow, das kann nur was, eine böse Absicht sein oder überlegst du das, bevor du ein Urteil fällst? Wie bist du da? Bevor ich angefangen habe, wirklich tief in dieses Thema einzugreifen, einzutauchen, habe ich das nicht so arg gesehen. Also da war meine Meinung, Rassismus ist es nur, wenn dein Gegenüber das auch wirklich böse meint. Das war so meine Einstellung. Die habe ich jetzt nicht mehr. Weil ob die Intention spielt fast keine Rolle. Ne? Also du kannst etwas Rassistisches sagen und auch wenn du es gar nicht böse meinst, ist es trotzdem rassistisch. Da bin ich auf jeden Fall bei dir, definitiv. Okay. Und inwieweit hatte ich das so jetzt, so wie ich das raushöre, es war jetzt eine Zeit vor, bevor du dich damit so intensiv beschäftigt hast und eine Zeit jetzt danach. Und wie ist deine Wahrnehmung gegenüber jetzt auch vielleicht gewissen Freunden und die vielleicht früher, die du einfach so gesehen hast, dachten mir so, ah, das ist ein, ach, keine Ahnung, der Thorsten von dem Mann, das ist ein komischer, ulkiger Typ, das ist sein Humor. Aber jetzt, wo du dich damit ein bisschen intensiver auseinandergesetzt hast, merkst du so, Digga, also ja, okay, vielleicht bist du irgendwie ulkig oder du bist vielleicht komisch, aber hier ist die Grenze. Wie kommunizierst du das nach außen? Ja. Weil vor allem, du warst jetzt eine lange Zeit, warst du so der Mike, der einfach cool drauf ist. Auch das ist so der Homeboy, der akzeptiert und lächelt immer nett. Wie machst du diesen Cut und wie kommunizierst du das? Ja, also im Freundeskreis tritt das eigentlich fast gar nicht auf, dass ich da irgendwie einen Cut machen muss. Wir sind da alle irgendwie auf derselben Wellenlänge, würde ich sagen. Da passiert es seltener. Eher mit anderen Leuten oder nochmal im beruflichen Kontext, da passiert das ständig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zurückgehe, immer noch als mein Beruf als Flugbegleiter, das ist so aufgebaut, dass auf jedem Flug, den ich habe, sind wir immer eine neue Crew. Also wenn ich fliege jetzt morgen nach New York, habe 9 Kollegen, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Heißt, man muss sich immer wieder neu vorstellen. Ne? Und in diesem Kontext passieren immer wieder
seltsame Sachen, zum Beispiel, ne? Dass mal einer das N-Wort sagt, aus Spaß oder dergleichen. Okay. Ne? Guck mal, du sagst jetzt auch, oh, shit. Ja, das ist so, keine Ahnung. Ich würde wissen. Manche Leute finden das ganz normal, irgendwie zu sagen. Also ich habe sehr viele schwarze Freunde und ich bin da persönlich sehr, sehr, was dieses Wort benutzen angeht, klar, ich kann mir das irgendwie auch, ich könnte mich aus dem Fenster lehnen und das auch verwenden und sagen, und die werden es auch sogar feiern. Aber irgendwie habe ich so, wo ich mir denke, so, aha, ich habe da immer Bauchschmerzen. Ja. Also bei mir ist es jetzt mittlerweile so weit, wenn ich das wieder auf diese Fluggesellschaftssache hinziehe, hochgradig problematisch. Also ich bin jetzt, also ich sage das dann auch sofort und jetzt wird es problematisch, weil ich glaube, meine Chefin denkt jetzt, ich bin der kantige, schwierige Mitarbeiter, der möglicherweise in allem Rassismus sieht, weil wenn man sich nicht damit beschäftigt, ich hatte jetzt vor kurzem eine Situation gehabt, das wird jetzt so ein Riesen-Eklat, weil irgendjemand der Meinung war, er muss jetzt einen Bananenwitz mir gegenüber machen irgendwie. Ne? Mhm. Und ich will das jetzt auch gar nicht lange aufbereiten, aber es war auf jeden Fall rassistisch. Ne? Ich wurde basically mit einem Affen verglichen von meiner Vorgesetzten und das geht halt einfach nicht. Ne? Und das habe ich dann weitergemeldet an HR und jetzt wird das halt so ein Riesending. Aber das Problem ist, dass meine Vorgesetzten sind alles Weiße, ne? Weiße Deutsche. Und die haben keine Ahnung von diesem Thema. Heißt also, ich muss denen jetzt sagen, ah, das war rassistisch. Jetzt muss ich denen aber auch erklären, warum das rassistisch ist. Ne? Mhm. Und jetzt muss ich denen auch erklären, welche Abwehrmechanismen es da gibt, die Weiße haben, die dann sagen so, nein, ich bin kein Rassist. Das war nicht so gemeint, es war nur ein Scherz. Ne? Das war halt aber auch kein Scherz. Ne? Und das macht die Sache jetzt wieder super kompliziert, weil jetzt reden wir über eine Sache, von denen nicht wirklich viele Leute Ahnung haben. Das ist ja das Lustige, wenn es um Rassismus geht, und um Hautfarbe und dann auch wieder um Identität. Dass jeder hat ja eine Hautfarbe, logischerweise. Und deswegen denkt auch jeder, er kann über das Thema, jeder denkt, er kann da mitsprechen. Aber in Wirklichkeit funktioniert das nicht. Weil wenn du nicht wirklich in Tiefe drüber nachgedacht hast und drüber reflektiert hast, dann hast du wahrscheinlich sehr wenig Ahnung. Und dann wird das so ein Diskurs, der sehr emotional geführt wird. Dann kommst du nicht weiter. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja bei vielen Sachen so. Irgendwie, weißt du, ich meine, wir sind alle irgendwie, keine Ahnung, Schwerkraft. Wir sitzen jetzt hier, wir fliegen nicht durch die Decke. Schwerkraft, wir nutzen alle die Regeln der Schwerkraft und die Gesetze. Deswegen könnte ich jetzt aber mit dir nicht über Physik sprechen. Weißt du, was ich meine? Weil ich keinen Plan davon habe. Und nur weil jemand weiß ist und eine gewisse Emotion gegenüber über Hautfarbe und diesem Thema hat, kann er nicht unbedingt da mitreden, weil er einfach keinen Plan hat. Das stimmt insoweit. Für mich wird es immer so ein bisschen... Ja, also das Thema, dass es, beziehungsweise Rassismus als solches existiert alle Male. Der eine macht das halt eben wirklich sehr offen, direkt. Andere machen das sehr subtil. Andere haben keine Ahnung, dass sie gerade rassistisch sind, aber die sind das aber trotzdem. Und ich finde, das ist immer sehr schwierig. Also Menschen, die das böswillig und vorsätzlich machen, das kann man relativ leicht Finger drauf legen und sagen, hey, guck mal, das machst du, aber mit denen kannst du auch gar nicht reden, das ist eine ganz andere Story. Ja. Ich weiß auch nicht, was man da am besten machen kann. Hinnehmen, genauso zurückbrüllen, ich weiß nicht, ob da irgendetwas hilft. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist so, Menschen sind rassistisch, meint's aber irgendwie nicht böse, aber die sind es trotzdem. Und ich denke mal, da ist vielleicht ein Andockungspunkt, wo man sagen kann und das auch kommunizieren kann und sagen kann, hey, guck mal, du hast Folgendes gesagt, gemacht und getan und ich habe mich dabei so und so gefühlt. Vielleicht ist dir das nicht bewusst, aber das hat bei mir Folgendes ausgelöst. Und ich denke mal, da ist eine gute Basis, wo man miteinander sich austauschen kann und eventuell auch was Gutes irgendwie initiieren kann. Nur, es ist halt ein bisschen ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil, wie du schon vorhin gesagt hast, nur weil, also jeder Mensch hat eine eigene Hautfarbe und ich glaube, Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben oder noch nie ein Teil dessen geworden sind, also quasi Opfer dessen, wie sollen die das verstehen? Wie sollen die dich nachvollziehen können, dass das bei dir etwas auslöst? Ich meine, ich habe auch eine Hautfarbe, die ist jetzt nicht unbedingt weiß, aber schwarz ist ja auch nicht, ich bin so ein Karamell, in diese Richtung geht es. Aber bei mir ist halt eben auch, sind andere Attribute, die halt dann auch irgendwo ausschlaggebend sind. Ich sehe nicht aus wie ein Deutscher, ich bin auf jeden Fall ein Ausländer, ich habe schwarze Haare und mein Verhalten ist auch grundsätzlich anders. Egal wie sehr ich mich versuche irgendwie anzupassen oder versucht habe, mich anzupassen, irgendwo steckt in mir etwas drin, was sich niemals anpassen wird oder zumindest nicht in meiner Generation. Vielleicht meine Kinder werden anders sein, aber ich nicht. Und ich steche somit relativ schnell aus der Masse heraus und werde halt
auch entsprechend wahrgenommen. Und wenn ich dann Leuten erzähle und sage, hey, guck mal, gerade ist Folgendes passiert und ich wurde so beobachtet und der Ton war so und oder es wurde dies und jenes gesagt, das sind kleine Nuancen, das sind wirklich kleine Unterschiede in Wörter. Und wenn ich das dann halt versuche so zu beschreiben, und dann sagen die, okay, krass, habe ich gar nicht so wahrgenommen. So, ja, so, aber das ist so das, womit ich tagtäglich lebe. Und dabei bin ich, sage ich mal, nicht jetzt unbedingt so, ich sag mal, der Außenwelt ausgesetzt, wie jemand, der vielleicht noch weitaus dunkler ist, der vielleicht noch andere Attribute mit sich bringt, was gar nicht in diese westlichen Welt so passt. Und dann ist es nochmal noch schwieriger, das so nach außen hin zu kommunizieren. Schwierig. Hast du jetzt eine Frage gestellt? Nein, ich habe keine Frage gestellt. Ich habe einfach nur so mein ja, so mein ja, mein aber Meinung, das ist ganz viel, was du gerade gesagt hast. Genau, da muss man ganz viel auspacken gerade. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ich würde am liebsten noch mal vorneweg eine Sache schicken. Nicht, dass wir hier oder dass ich hier wie so ein voll der radikale Aktivist irgendwie sitze. Also, den Eindruck habe ich nicht. Ja, du vielleicht, ja. Ich weiß ja gar nicht, wer hier zuguckt. Oh shit. Wer seid ihr? Ja. Die Sache ist, das ist nämlich super wichtig, dass du, also es kann durchaus sein, dass egal wer, wenn du machst etwas und das ist rassistisch. Ne? Aber das heißt nicht, dass du gleich ein Rassist bist. Nein. Ne? Also das ist ganz wichtig zu verstehen. Heißt also, Thomas, Gerd, Klaus und Britta, ihr könnt hochgradig unsensibel mir gegenüber sein und auch tatsächlich, wie diese Frau im Küchenstudio zum Beispiel, einen rassistischen Witz machen oder etwas Rassistisches sagen. Das macht euch aber per se nicht zu einem Rassisten. Ne? Weil das ist nämlich, was passiert, wenn du mit fremden Leuten dann, weil da hat man nicht unbedingt so diese Andockstation oder wenn ich dann nochmal in meinem Hauptberuf arbeite mit Menschen, die ich noch gar nicht so lange kenne und dann sage ich denen, du hör mal zu, was du gerade gemacht hast, ist nicht in Ordnung, das war nämlich rassistisch, dann geht da gleich so eine rote Flagge hoch. Dann sagt jeder so, oh, stopp mal gerade, ich bin kein Rassist. Logischerweise, weil keiner will ein Rassist sein. Ne? Und dieses Verständnis dafür, dass, ah, ich habe jetzt was gemacht, das war rassistisch, aber das macht mich nicht gleich zu einem Rassisten, das ist wichtig, aber da kommst du fast gar nicht mehr, hin. Ne? Weil bei deinem Gegenüber, die hören nur Rassismus. Und es ist die höchste Anklage, die du einem machen kannst heutzutage. Ja, ja. Und dann ist es schon fast schwierig, irgendwie rational miteinander zu sprechen, weil sich jeder verletzt fühlt. Ne? Und dann gibt es, das passiert total oft, dann wird das dann fast umgedreht, so eine Täter-Opfer-Umkehr. Dann heißt es dann, der hat gesagt, ich bin Rassist, das kann ja nicht sein. Und dann sind alle total aufgebracht, so was, nein. Und jetzt kann man gar nicht mehr über das eigentliche Problem sprechen. Und jetzt bin ich der Schlimme, der Rassismus benannt hat. Und jetzt haben wir ein ganz anderes Problem. Okay. Ne, also das passiert natürlich auch im Freundeskreis, wenn man jemanden kennt. Da kann man immer jemanden mal zur Seite nehmen und sagen so, guck mal, Digga, du hast gerade das und das gesagt. Das geht so nicht. Ich habe einen Kumpel das letzte Mal gehabt. Ich weiß gar nicht, wo wir waren. Und dann, wir waren im Auto und haben irgendwas erzählt. Und er wollte mir auch irgendwas erzählen. Und dann sagt er auch einfach, und ich denke mir so, Nigga, what? Und ich so, hä? Und er ist halt einfach weiß. Ne? Und er hat das halt einfach so gesagt. Und dann denke ich mir so, okay, wenn ich das sage, ist es vielleicht okay. Wenn du das sagst, finde ich es ein bisschen weird. Ich habe einfach in dem Moment nichts dazu gesagt, weil ich weiß, er ist kein Rassist und so weiter. Aber man muss halt gucken, wer was in welcher Situation sagt. Irgendwie, ne? Also so wie ich das gerade rausgehört habe, man kann eigentlich so das Thema, so wenn man die Leute nicht wirklich kennt, mehr oder weniger gar nicht thematisieren. Schwierig, ja. Schwierig. Absolut, ja. Okay, und wie ist es dann jetzt bei dir im Beispiel auf der Arbeit, wie bist du das jetzt angegangen? Wie hast du das thematisiert? Wie du hast gemerkt, oder da ist was passiert und du hast jetzt gesagt, okay, ich kann das nicht auf mich so sitzen lassen und bist dann proaktiv und hast was getan. Wie war dein Approach in dieser Hinsicht? Der Approach war eigentlich ganz einfach. Ich habe einfach eine Beschwerde geschrieben, habe quasi gesagt, das ist passiert. Es waren 3-4 Seiten, ne, weil ich habe zumindest immer das Gefühl, ich muss erstmal erklären, dass es passiert. Dann muss ich aber auch noch erklären, warum das problematisch ist. Ne? Warum ist das rassistisch? Weil die meisten Leute denken halt auch nur so, ist nur ein Scherz oder ist nicht so gemeint. Weil sich die meisten Leute, vor allem in Firmen, einfach nicht damit auseinandersetzen. Ne? Es gibt natürlich so Kurse wie inklusive Führung und dergleichen. Aber wer in Wirklichkeit, das kann man jetzt auch keinem vorwerfen, aber wer in Wirklichkeit, der einfach nur weiß ist und zu Hause sitzt, setzt sich jeden Tag mit Rassismus auseinander und ist so reflektiert und denkt, was hat Rassismus eigentlich mit mir zu tun und wie verhalte ich mich in dieser Welt,
Ist es rassistisch oder ist es antirassistisch? Egal, je nachdem. Ne? Mhm. Wer bin ich und wo stehe ich mit diesem Thema? Also allein schon diese Frage, was hat Rassismus mit mir zu tun, kann sich jeder stellen. Mhm. Also auch der weiße Detlef kann sich fragen, was hat Rassismus mit mir zu tun? Mhm. Und wenn du dann lange drüber nachdenkst, da passieren viele Sachen. Ne? Mhm. Das heißt zum Beispiel, vielleicht hast du den Job bekommen, den du bekommen hast, eben weil du weiß bist. Oder die Wohnung bekommen, weil du weiß bist. Oder deine Schulnoten sind anders ausgefallen, weil du weiß bist. Mhm. Aber die Sachen werden wir niemals erfahren. Also wir können es ja nur anmaßen und sagen, okay, Vergleiche ziehen, selbe Leistung hin und her und die eine Person bekommt die Note, du bekommst die Note. Wohnung im Wohnungsmarkt, da sind 20 Leute, wurden eingeladen, du bist halt nicht derjenige unbedingt beim Job genau dasselbe Spiel. Woran Richtig. Macht man das aus? Richtig, wir können niemals nachvollziehen, wirklich war jetzt hier Rassismus am Start oder hat es einfach nicht gereicht. Ne? Können wir so, werden wir so per se nie wissen. Es gibt Studien und Untersuchungen, es gibt eine Studie, die heißt Max versus Murat. Das ist aus Darmstadt. Kennst du das oder hast du davon gehört? Nee, aber das war eine Studie, da geht es um Schulnoten. Ne? Wurden Lehrer, junge Lehrer wurden getestet, die haben quasi Arbeiten vorgelegt bekommen. Es waren Mathearbeiten, keine Ahnung, zum Beispiel. Hier sind 1000 Mathearbeiten, korrigiert die bitte. Und 500 davon waren halt Max und die anderen waren Murat. Und dann wurde halt festgestellt, dass Murat immer eine Note schlechter beurteilt wurde. Und das ist halt weird, weil du denkst, okay, ist ein Mathe-Test. Also 5 Fehler sind 5 Fehler und es gibt eine gewisse Note. Oh shit, jetzt ist der Groschen gefallen. Weißt du, was ich meine? Klar. Und dann war die Frage in diesem Test, okay, woran liegt das jetzt? Weil es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder die Lehrerin sieht den Test von Murat und denkt so, bei Murat muss ich aufpassen, der hat wahrscheinlich mehr Fehler. Und dann findet sie wahrscheinlich mehr Fehler. Und bei Max denkt sie, der Max, keine Ahnung, was sie da denkt, ist einer von den Guten. Und dann übersieht sie vielleicht mal einen Fehler. Das war aber in dieser Studie gar nicht der Fall, sondern es wurde ganz klar wurde bewiesen, dass die Lehrer haben immer die gleichen Fehler gefunden. Also alle Fehler wurden gefunden, bei Max und bei Murat. Aber Max wurde trotzdem eine Note besser bewertet. Okay, krass. Und das passiert eben. Ne? Das ist halt dieses, das ist einfach ganz klarer, in dem Fall struktureller Rassismus, weil wir einfach Bilder im Kopf haben und die lösen solche Sachen aus. Und das heißt, und da muss man eben zurückgehen, das ist ja wieder diese Sache, warum sind Dinge, wie sie sind. Ne? Das heißt also, ich habe jetzt kein Abitur. Jetzt frage ich mich, warum habe ich eigentlich kein Abitur? Ne? Ist das meine Schuld? Ja. Oder wurde ich früher einfach so schlecht benotet, dass ich niemals eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen habe? Ne? Und dann so, okay, vielleicht waren meine Schulnoten nicht gut genug. Dann so, aber guck mal hier, die Studie beweist, ich wurde vielleicht immer eine Note schlechter benotet als andere. Also das könnte sein. Ne? Oder es gibt eine andere Studie, die heißt Sandra Bauer. Ist auch wieder so ein Experiment gewesen. Da ging es um Bewerbungen. Das heißt, es wurden 3 gleiche Bewerbungen, 1000 Bewerbungen, ne? Alle die gleichen wurden losgeschickt, auch mit Bewerbungsfoto. Eins hieß Sandra Bauer, wurde losgeschickt und dann wurde halt geguckt, wie viel Recalls sie bekommt, wie oft wird sie zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Dann wurden die gleichen 1000 Bewerbungen nochmal genommen, nur der Name wurde geändert. Dann hieß Sandra Bauer nicht mehr Sandra Bauer, sondern Miriam Access oder sowas. Dann wurde geguckt, wie ist der Recall. Und im dritten Fall wurde das Bild nochmal verändert. Und dann hat die Sandra Bauer oder diese Miriam Access in dem Fall noch ein Kopftuch drauf bekommen. Und dann wurde geschaut, wer wurde häufiger zurückgerufen. Und ich meine, es ist ja wohl klar, das weiß jetzt auch jeder, der es hört, jeder weiß, die mit dem Kopftuch, die wird basically überhaupt nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Jeder weiß das lustigerweise. Das hätte ich jetzt auch nicht gewundert, richtig? Nein, überhaupt nicht. Und die Frage ist, warum wundert dich das nicht? So, ist das so selbstverständlich quasi, dass es so okay ist, dass es so durchgehen kann und jeder sagt, das ist so. Guck mal, das ist so selbstverständlich in Deutschland, dass es kein Wunder, dass das passiert. Und das sind einfach so, das ist so ein rassistischer Wissensbestand, den man hat. Wir wissen das alle irgendwie. Weißt du, hätten wir jetzt einen Huni drauf gesetzt, wer wird öfter eingeladen, hätte jeder auf Sandra Bauer gesetzt. Und da muss man sich doch fragen, so krass, warum ist denn das so? Das ist hochgradig interessant. Also vor allem, wie hast du es gerade so schön genannt, rassistischer Wissensbestand. Genau, rassistischer Wissensbestand. Also wir alle haben rassistische Wissensbestände in uns drin, weil wir einfach hier in Deutschland sozialisiert sind und wir wissen per se einfach, wie Dinge laufen. Ne, das weiß man halt einfach. Und auch wenn man es nicht beweisen kann, auch wenn es nicht greifbar ist, hätte jetzt jeder gesagt, die mit dem Kopftuch raus. Weiß jeder, weißt du? Und quasi dasselbe Beispiel wäre jetzt hier, da ist ein Mord passiert, 3 Bilder, wer kann es am wahrscheinlichsten sein?
So. Und jeder wird sagen, ja, das ist der hier. Ja, zum Beispiel. Ne? Und okay. Dann, und das ist einfach in jedem von uns drin. Ne? Und das, und in Wirklichkeit, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen es halt verlernen. Ne? Wir müssen Geht das? Kann man das verlernen? Kann man das verlernen? Ja, Jesus. Es wäre jetzt schlimm, wenn ich sagen würde, nein, aber es ist, auf, ist definitiv ein langer Weg. Ne? Ja. Und die Frage ist halt, wie kann man das verlernen oder wie kommt man überhaupt dazu, als allererstes muss man offen drüber reden. Ne? Mhm. Heißt also, und vor allem die weiße Mehrheitsgesellschaft, die müssen anfangen drüber zu reden. Ne? Weil wenn Minderheiten auf irgendwelche Missstände hinzeigen, dann wird das vielleicht wohl wahrgenommen irgendwie oder vor allem jetzt durch Social Media und so weiter, wo es Kanäle gibt, wo man einfach so sprechfähiger wird. Weißt du, wir müssen jetzt nicht mehr, ich muss jetzt nicht warten, dass jemand von, Guten Morgen Deutschland oder sowas irgendwie beim ZDF mich einlädt, dass wir darüber reden können, sondern jeder kann heutzutage seine eigene Sendung irgendwo machen, ne? Und kann das Megafon nehmen und einfach sagen, was Phase ist, ne? Und das passiert auch, ne? Also es passieren verschiedene Sachen. Erstens mal sind die Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, die haben so ein neues Selbstbewusstsein. Ne? Die sagen nämlich so, ey, ich bin hier, ich bin Deutscher und ich kann jetzt auch meine Meinung sagen und ich kann auch sagen, was gerade nicht richtig läuft. Ne? Das war natürlich, ich weiß nicht, in den 50er Jahren, okay. da war das anders. Ne? Sagen wir jetzt mal die erste Welle von Gastarbeitern, die gekommen sind. Die haben nicht gesagt, so, warte mal Leute, das funktioniert hier gerade nicht, das ist nicht in Ordnung. Weil die haben gesagt, ey, wir sind froh, dass wir hier sind, Kopf runter, wir arbeiten jetzt erstmal. Mhm. Ne? Und deren Kinder jetzt, ne? Wir sind jetzt hier und wir sagen so, okay, warte mal gerade, warum soll ich denn jetzt still sein? Mhm. Weißt du, warum soll ich meinen Mund halten? Ich bin genauso deutsch wie jeder andere auch. Und deswegen sage ich meine Meinung. Heißt also, jetzt gibt es so ein neues Selbstbewusstsein und eine neue Sprechfähigkeit und das ist erstmal gut. Gemischt mit den Kanälen, die wir jetzt alle selbst bespielen können, da passiert jetzt was. Ne? Aber die Machtpositionen, die haben sich noch nicht wirklich verändert. Heißt also, in Machtpositionen sind meistens noch Weiße, oder jetzt als Schlagwort alte weiße Männer sozusagen, die haben noch die Macht und die kontrollieren das alles. Und wir müssen da versuchen, jetzt irgendwie so reinzurutschen. Ne? Mhm. Heißt, dass man Dinge wirklich verändern kann, muss man auch in Positionen, in denen man was verändern kann. Dann wird es aber wieder kompliziert, weil der strukturelle Rassismus ist ja immer noch da. Ne? Mhm. Heißt also, wenn man sagt, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl super akkurat ist, dass nur jeder fünfte Mensch mit Migrationshintergrund eine Gymnasiumempfehlung kriegt und dann weitergeht, um zu studieren, dann wird es kompliziert, ne? Weil die Hoheit liegt dann noch einfach bei weißen Deutschen und die kriegen dann die hohen Positionen und die sind immer noch am Ball und können Dinge verändern. Mhm. Würdest du sagen, dass das, also das Thema im Allgemeinen Rassismus hier in Deutschland, wie, also im Vergleich zu USA, jünger ist als in USA selbst und somit hängt das Land, was das angeht, so ein bisschen hinterher? Also sprich Rassismus in anderen Ländern im Vergleich zu Rassismus in Deutschland. Wo ist das ausgeprägter? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist schwierig zu beantworten, weil ich bin jetzt nur mal in Deutschland. Also ich bin auch viel in Amerika. Und wir kriegen natürlich auch alle mit, was in Amerika passiert. Ich möchte es aber ungern vergleichen. Okay. Irgendwie, weil in Amerika ist die Sache, wir hatten die Sklaverei in Amerika, ist die Geschichte des schwarzen Mannes oder der schwarzen Menschen in Amerika ist ein bisschen andere als in Deutschland. Ne? Heißt, wir hatten die Sklaverei, dann wurde Sklaverei abgeschafft, wann war das abgeschafft? 1864 oder sowas, wurde die Sklaverei abgeschafft, dann hieß es, okay, ihr Sklaven seid jetzt frei. Dann waren sie aber letzten Endes nicht wirklich frei. Ne? Dann gab es noch Rassentrennung und dergleichen. Und alles, was mit den schwarzen Menschen in Amerika passiert, das hat auch noch Auswirkungen im Jetzt sozusagen. Ne? Heißt also, es gibt so eine Sache, die heißt Gerrymandering. Das ist jetzt zu kompliziert, um zu erklären. Warte, lass mich das anders formulieren. Genau, Sklaverei war vorbei, aber eigentlich war sie doch nicht vorbei. Ne? Heißt, man hat sich dann einfach Gesetze ausgedacht, die Schwarzen trotzdem noch in Schach gehalten haben. Ne? Heißt, ich mache einfach nur so ein Beispiel. Du wolltest einfach einen Kredit haben, um dir ein schönes Haus zu kaufen irgendwo. Und wenn du weißt was, war es überhaupt kein Problem. Schwarze haben definitiv keinen Kredit bekommen. Ne? Dann war diese Ghettobildung, dass Schwarze einfach immer nur da wohnen, Weiße immer nur da. Weiße gehen auf die guten Schulen, Schwarze auf die schlechten Schulen und so weiter. Und das hat natürlich im Prozess auch Auswirkungen, dass jetzt noch schwarze Leute einfach benachteiligt sind in Amerika. Ne? Und das spürt man ganz extrem. Und es gibt natürlich auch viel mehr schwarze Leute in Amerika
als in Deutschland offensichtlich. Mhm. Und deswegen glaube ich, es ist schwer zu vergleichen. Okay, okay. Ja. Was war denn für dich so deine persönliche, bis jetzt einer der krassesten Stories, die dir widerfahren ist? In dieser Hinsicht, wo du gemerkt hast, so ey, was war das gerade? Wieso wurde ich jetzt als Mensch so dermaßen degradiert aufgrund von meiner Herkunft, Hautfarbe, meines Glaubens? Oder sagst du, nee, das ist so privat? Dann ziehe ich die Frage sofort wieder zurück. Zwei Sachen. Erstens, ich glaube, mir fällt jetzt so per se gar nichts ein, wo ich wirklich so diese eine Zäsur, wo eine Sache passiert ist, wo man denkt, so, das war so krass, das hat mich nachhaltig irgendwie belastet. Das würde mir jetzt so spontan nicht einfallen. Aber zwei Sachen dazu. Erstens mal ist es in solchen Interviews ist dann immer schwierig, das ist immer so dumm eigentlich, ne? Dass man sagt, wir wollen jetzt über Rassismus reden und dann muss man direkt ein Beispiel geben, für was ist denn so krasses passiert. Ne? Das ist eigentlich so nicht der richtige Ansatz. Okay. Weißt du, das ist dann wie so ein bisschen so wie so eine zur Schaustellung, wie so Rassismus-Porn oder sowas. Was ist dir krasses passiert? Und mir ist auch was krasses passiert. Okay. Fakt ist eigentlich nur, dass wir wahrnehmen müssen, dass es Rassismus gibt und dass es den immer gibt. Und es gibt so eine Sache, die nennt sich Mikroaggression. Ich finde, das ist eigentlich ganz spannend. Also Mikroaggression ist vergleichbar mit so einem Mückenstich. Heißt also, man geht, ich mache das Beispiel mit mir, ich gehe jetzt irgendwo hin und dann fragt mich jemand, müssen wir noch gleich drüber reden, da fragt mich jemand, ah Mike, ja cool, wo kommst du her? Ich sage, ich komme aus Wiesbaden. Er sagt, nee, ich meine, wo kommst du denn wirklich her? Ne? Dieses Thema. Ne? Und das ist dann wie so ein Mückenstich, weil das tut jetzt nicht weh, es bringt mich nicht um, aber es piekst irgendwie so. Ne? Mhm. Und dann beim nächsten Mal macht jetzt jemand im Küchenstudio einen rassistischen Witz und ist wieder wie so ein kleiner Mückenstich. Ne? Mhm. Und dann auf der Arbeit macht jemand einen Bananenwitz und ist wieder so ein kleiner Mückenstich. Ne? Das nennt man Mikroaggression. Wenn du immer so ein bisschen gepiekst wirst, und dieser eine Pieks bringt dich nicht um, ein Mückenstich bringt dich nicht um, aber es nervt ungemein. Und verstehst du, was ich damit sagen will? Und wenn es immer wieder passiert, passiert, ne? Dann hat man irgendwann... Dann hat man einfach irgendwann die Schnauze voll und fragt sich auch, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ne? Und wie diese Frage, jetzt werden viele Leute sagen, ah, schon wieder dieses Thema. Und das, also, wo kommst du wirklich her? Diese Frage, die ist super anstrengend. Erstmal, für mich ist die Frage super anstrengend, weil, wie gesagt, in diesem Kontext, dass ich noch als Flugbegleiter arbeite und viermal im Monat oder dreimal im Monat ein neues Team habe, so werde ich auch irgendwie dreimal im Monat werde ich von Leuten gefragt, wo kommst du eigentlich her? Ne? Also, wenn ich fest in einem Büro arbeiten würde, dann kennen mich die Leute und dann fragt das auch keiner mehr. Ne? Aber ich muss mich basically dreimal im Monat neu vorstellen und in einem neuen Team irgendwie finden. Also wird mir die Frage immer wieder gestellt. Und wir klären das jetzt mit der Frage mal, warum das problematisch ist. Schieß los, da freue ich mich. Wasser. Ah, ich will ja. Ich hole mal direkt mal ein Gläschen. Hol mal ein Gläschen Wasser. Und dann, sehr gut. Jawohl. Also woher kommt die Frage her mit, woher kommst du also, eigentlich? Genau, eigentlich, du kennst das natürlich auch. Also wir müssen einfach mal einmal damit, wir klären das jetzt so. Was ist rassistisch an der Frage, wo kommst du eigentlich her? Ne? Also heißt, dieses Spiel ist immer das Gleiche. Hey Mike, wie geht's? Ja, alles klar. Und dann, wo kommst du her? Dann sage ich, ich komme aus Wiesbaden. Dann sagen die Leute so, nee, ich meine, wo du wirklich herkommst. Ne? Und das ist das Problematische. Ne? Also wenn jemand, und das passiert selten, wenn jemand sagt, Mike, wo kommst du her? Und ich sage, ich komme aus Wiesbaden, dann sagen die, ja, ja, cool, Thema erledigt, dann ist das Thema erledigt. Ne? Aber wenn man zu mir sagt, nee, ich meine, wo du wirklich herkommst, ne? Dann heißt das in Wirklichkeit, nee, Mike, ich will wissen, wo du wirklich herkommst, weil ein echter Wiesbadener, der ist weiß und nicht schwarz. Ja. Ne? Heißt also, ich sage, ich bin Deutscher, so nee, ich meine, wo, jetzt sag mal wirklich, wo kommst du nur her? Das heißt, ein echter Deutscher muss weiß sein und deswegen fragen die Leute, wo ich wirklich herkomme. Also die eigentliche Frage ist auch, ey Mike, warum bist du eigentlich schwarz? So, ne? Okay. Weil dann kann, dann so, ach so, ja, mein Vater kommt aus der Karibik, haben wir es jetzt geklärt. Ne? Und das ist das Problematische. Also du kannst mich gerne fragen, wo ich herkomme, aber wenn du nicht zufrieden bist mit meiner Antwort, Wiesbaden, dann wird es ein bisschen unangenehm, ne? Weil du willst in Wirklichkeit wissen, warum bist du schwarz? Verstehst du das? Ich mache das jetzt so ganz, ganz dramatisch und zugespitzt. Ne? Ja, bin bei dir. Aber letzten Endes, als wir beide uns kennengelernt haben, du hast dich auch vorgestellt als Mike und ich glaube, da ist auch die Frage gefallen, woher kommst du? Und da hast du Wiesbaden gesagt und ich war dann so, ja, aber ich bin da trotzdem neugierig. Ja, aber du... Und wie ist da jetzt, okay, für mich ist
vielleicht mein Approach ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen entspannter, würde ich sogar sagen, weil man sieht es mir an, ich bin auch kein Wiesbadener als solches. Ja. Dann könnte ich auch direkt sagen, hey Mike, komm, wo kommst du denn? Oder wo kommen deine Eltern? Der Unterschied ist, es kommt drauf an, und jetzt ist, guck mal, das ist ja das Gemeine, so Rassismus. Und das ganze Thema ist so komplex, ne? Das heißt, der eine kann was fragen und ist okay, der andere kann was fragen und ist nicht okay. Heißt, wenn du mich fragst, wo ich wirklich herkomme, wo meine Wurzeln liegen, ne, dann finde ich das nicht so schlimm. Weil du bist offensichtlich, wie ich auch, migriert oder Migrant oder das Migrationshintergrund. Ne? Mhm. Heißt also, wir beide kommen so, wir sind so die In-Group. Ne? Mhm. Für mich ist, wenn du mich das fragst, ist es okay. Wenn mich ein weißer Deutscher das fragt, dann ist es seltsam. Mhm. Könnte man die Frage irgendwie so formulieren, damit es nicht halt eben so blöd oder beschissen für dich ist? Oder dass das irgendwie so ein Unterton oder so Beigeschmack von Rassismus mit sich trägt. Ja, ich meine, die Frage ist ja in Wirklichkeit erstens mal, wen interessiert? Vom Grundsatz her, ja. So, meinst du, was ich meine? Ich kenne das Spiel. Die Leute sagen dann immer, ich sage dann immer so, warum willst du es wissen? Nee, okay, sage ich eigentlich nie. Okay. Aber ich frage mich dann immer, warum wollen das die Leute wissen? Und dann sagen die immer so, du, ich bin halt super neugierig auf mein Gegenüber und ich interessiere mich total für Menschen und deswegen möchte ich das halt wissen. Und dann denke ich mir so, ja cool, aber wenn du dich wirklich für mich interessieren würdest, dann würdest du bei Wiesbaden einhaken und dann können wir über Wiesbaden reden, weil ich bin hier geboren, ich habe das Stadtwappen auf dem Arm tätowiert, ich bin durch und durch Wiesbadener. Mhm. Wenn ich jetzt sage, mein Vater kommt von einer Insel, die heißt Trinidad, Digga, ich war da einmal, als ich 10 war, ich habe keinen Plan von Trinidad. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn du also sagst, ah, ich interessiere mich für Menschen, dann sage ich, ja cool, dann hier, ich war mal 10 Tage auf Trinidad, dann was sagt das über mich aus? Verstehst du, was ich meine? Also Leute benutzen das immer so als Ausrede und sagen, ja, ich interessiere mich halt für Menschen. Und dann, angenommen, wir sitzen jetzt an einem großen Tisch mit 10 Leuten, also wenn du dich so sehr für Menschen interessierst, warum bin ich der Einzige, den du fragst, wo ich herkomme? Warum fragst du nicht die anderen 9? Und dann so, ja, weil die sind ja alle weiß. Also ich gehe mal davon aus, die sind deutsch. Ja, ne? Deswegen fragen die das nicht. Und das ist halt so die Sache, dass Leute noch nicht verstanden haben, dass Deutsche müssen nicht per se weiß sein und blonde Haare haben. Ich glaube, das ist so ein Ding, das im Laufe des Gesprächs merke ich so an mir selbst, so, okay, woher kommt diese Art von Wahrnehmung oder das Denken von dir und bei mir? Also gut, ich bin mit 9 Jahren hierher gekommen. Ich bin nicht in Deutschland hier auf die Welt gekommen. Somit, wenn du mich fragen würdest, so, wonach fühlst du dich eigentlich in deinem Inneren? Ich würde ganz klar sagen, die Frage hatte ich schon mal mit mir. Ich habe es auch sehr lange mit mir ausdiskutiert. Wer bin ich? Woher komme ich? Oder was bin ich jetzt? Bin ich jetzt ein Deutscher oder bin ich jetzt ein Afghaner? Oder bin ich jetzt ein Afghaner mit irgendwelchen Hintergründen? Oder bin ich jetzt ein Deutscher mit irgendwelchen Hintergründen? Ich weiß es. Also die Frage kam mir und ich habe das lange durchgekaut. Und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, so, ey, ich bin ein Afghaner. So, also ich fühle mich afghanisch und ich bin ein Afghaner. Und ich glaube, bei dir, ich würde mich jetzt wieder ein bisschen aus dem Fenster lehnen, weil du hier auf der Welt gekommen bist, du kennst, das ist so dein Land. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Und dann ist es, glaube ich, scheißegal, welche Hautfarbe du hast, was für eine Art von Haare du hast, wie deine Augen sind. Du bist hier auf die Welt gekommen, du kennst nichts anderes und deswegen ist es dein Land. Und bin ich auf die Welt gekommen. Und genau das macht die Sache so komplex. Ne? Ich kenne nichts anderes als Deutsch sein, tatsächlich. Ne? Wenn ich jetzt also in der Situation bin und mir spricht jemand das Deutschsein ab und sagt, nee, ich meine, wo du wirklich herkommst. Dann denke ich mir so, ja, aber ich kann nichts anderes sein als Deutscher. Mhm. Und dann kommt halt jemand und sagt, ja, aber so ein richtiger Deutscher bist du auch nicht. Und dann frage ich mich, bin ich denn nun? Ja, klar. Ja, ne? Ja, ja. Und weiß jetzt nicht, ob das verletzend ist oder nicht. Also deswegen bin ich jetzt nicht verletzt, ne? Aber es ist halt einfach unendlich nervig. Ich denke mal, das ist das, was du vorhin gesagt hast, diese Mückenstiche. Das ist, ja, genau. Einmal macht's einer. Okay, genau. Komm. Ja. Zweiter, dritter, vierter. Ja. Und dann passiert das die ganze Zeit. Also wenn du denkst ja so, ey, Digga, so irgendwo ist jetzt auch genug so. Ja, klar. Und das eröffnet natürlich irgendwie 1000 andere Fragen, so, was jetzt viel zu komplex wäre vielleicht. Aber das stellt auch die Frage, was heißt denn Deutsch sein? In Wirklichkeit. Ne? Weil in diesem Kontext heißt ja Deutschsein weiß sein. Ne? Für viele Leute. Sonst würden sie mich nicht fragen. Wenn ich weiß wäre, wird mich keiner fragen, wo ich herkomme. Ne? Aber in Wirklichkeit weiß ich nicht. Wenn ich jetzt irgendwie den Thomas frage, was heißt denn Deutschsein für dich, hat er auch keine Antwort darauf. Also ich glaube, ich habe da jetzt sofort auch keine Antwort drauf. Ja, ich würde sagen, wenn den Thomas hier wäre und man fragen würde, was ist für dich Deutschsein? Ich würde klassisch so, hier kommen Bier, Grillen, also so die klassischen so Klischeebilder, die man einfach so hat. Aber das ist ja nicht unbedingt Deutsch, das macht ja jeder und überall. Also ich denke mal, das ist eine sehr gute Frage. Was macht Deutschsein Deutsch
Was macht Deutsch denn aus? Ne? Genau. Und, also die Hautfarbe ist es nicht. Nein. Ne? Und nein. Es gibt diese oder man ist dann, es gibt diesen Begriff, man ist dann Afrodeutsch, ne? Diese Hybridisierung einfach von Nationalitäten, ne? Oder man ist Deutsch-Türke oder dergleichen. Ne? Und dann, weiß ich nicht, oder Deutsch-Afghane, muss man halt gucken, wo man sich zu Hause fühlt. Manche Leute sagen, wie ich zum Beispiel, ah Mist, ich weiß gar nicht, ob ich es so sagen will. Ey. Ich bin jetzt Deutsch. Ne? Das hätte ich bestimmt vor 5, 6 Jahren gesagt. So, ja, ich bin Deutsch. Aber mittlerweile bin ich so ein bisschen, möchte ich mich da auch nicht abgrenzen. Mhm. Aber durch meine schwarze Erfahrung einfach in Deutschland, ne? Nehme ich, weiß ich nicht, möchte ich da ein bisschen Abstand von nehmen. Also ich bin irgendwie, ich bin schon Deutsch, aber dann irgendwie auch was anderes. Ne? Weil ich die Welt halt einfach mit anderen Augen sehe. Oder weil ich quasi dazu genötigt werde, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Ne? Weil ich oft einfach irgendwie immer nur die, genau, weil oft wird mir einfach gesagt, so, ja, so ganz, so richtig Deutsch bist du auch nicht. Also fängst du an, lehnst du dich zurück und denkst, okay, wenn ich gehöre hier nicht richtig dazu. Trinidader bin ich zu 100% nicht, weil ich weiß ja überhaupt nichts über diese Leute. Ne? Also was bin ich und was macht es mit mir? Ne? Das ist auch eine Frage der Identität. Und der Identitätsfindung irgendwie. Das ist auch eine sehr spannende Frage. Ich glaube, darüber hatten wir auch mal, oder wir hatten das Gespräch, hatten wir ja auch so, okay, was bin ich jetzt eigentlich? Also ich bin hier im Alter von 9 Jahren, sind wir hierher geflüchtet. Und das sind jetzt auch gute 23 Jahre jetzt her, seitdem ich jetzt hier in Deutschland bin. Und ja, ich fühle mich afghanisch. Irgendwo bin ich auch deutsch, weil ich habe hier die meisten Erfahrungen von mir gesammelt. Schule, hier studiert, Abitur, Arbeitgeber, erste Kuss hier, erste Freundin hier. Erste Joint hier, krasse Sachen, erstmal hier komische Sachen mit den Jungs gemacht im Alter, wo man halt eben die Sachen machen darf und kann. Also so ein bisschen dieses, sag mal, die wilde Zeiten. Und da sind halt eben aufgrund jetzt allein von der Dauer halt eben, bin ich dann doch mehr Deutsch als ein Afghaner, wenn man es jetzt rein mathematisch das Ganze sehen würde und die Erfahrungen aufwiegen würde. Aber so richtig Deutsch bin ich auch nicht. Aber trotzdem hast du, also es gab ja einen großen Prozess und trotzdem hast du dich dazu entschlossen, jetzt zu sagen, so nee, ich bin Afghane. Vom Gefühl her bin ich ein Afghane. Ja. Ich glaube, da ist einfach meine Energie, die ist ein bisschen anders. Also wie ich rede, wie ich mich artikuliere, ausspreche, wie ich gestikuliere und im Allgemeinen so, ich finde, da ist eine ganz andere Energie, so ein Vibe ist einfach, der ist gänzlich anders. Da kann ich nicht mit jedem matchen. Und vor allem nicht, ich sag mit diesem klassischen, jetzt ist wieder die Frage, was ist ein klassischer Deutscher, aber so halt so das, was man so draußen so sieht. Da ist etwas, wo ich mir denke, nee, das ist nicht hier. Da fühle ich mich einfach innerlich Afghaner. Aber du machst das nicht an was Individuellem aus, sondern dann tatsächlich an diese afghanischen Heritage sozusagen. Ja, so da ist etwas in mir, das ist so, das kann ich nicht irgendwie so einfach ignorieren und dies und das ist relativ groß und sehr stark. Und daran mache ich das so aus. Okay, deshalb bin ich Afghaner. So, also ich fühle mich auf jeden Fall afghanisch. Ja. Und ich frage mich, ob inwieweit solche Emotionen selbstbestimmt sind. Ne? Heißt, vor kurzem so eine Sache, die beschäftigt mich so ganz lange. Ne? Vor allem, seit ich mich mit diesem ganzen strukturellen Rassismus auseinandersetze. Also ich bin hier in Wiesbaden in einem sozialen Brennpunkt groß geworden. Bin 78 geboren und wir sind dort groß geworden, weil einfach meine Eltern nirgendwo anders eine Wohnung bekommen haben, weil niemand vermieten wollte. Reden wir von Schelmgraben? Ja, Walla, Bruder! Ich habe auch da gelebt, Digga. Schwör, Digga. Ich habe auch in Schelmgraben, also wir mit das der Familie waren ja auch lustig. Da. Wir reden von, wie kommst du jetzt da drauf? Sozialer Brennpunkt Wiesbaden-Schelmgraben. Es gibt nur ein Schelmobil, Digga. Schelmobil. Also gut, das ist sehr lustig. Genau, wir sind dort aufgewachsen, ne? Ja, krass. Und jetzt mit diesem ganzen Wissen, was ich habe über strukturellen Rassismus, heißt also diese Sache, ihr, jetzt die weiße Dominanzgesellschaft, so ihr wollt uns nicht in euren Wohnvierteln haben. Ne? Ihr wollt uns auch nicht an euren Unis haben irgendwie, ihr benotet uns schlechter, ihr wollt uns auch nicht in den Chefetagen haben, dieses ganze Ding, weil das alles so weiß dominiert ist. Ne? Und das passiert. Und jetzt sind wir so, wie wir sind. Ja. Und dann wundert ihr euch irgendwie über die Art, wie wir reden, wie wir uns kleiden und all das, ne, das findet ihr jetzt suspekt. Ich hatte, und dann frage ich mich, was soll das denn? Weil letzten Endes sind wir ja auch alle irgendwie ein Produkt unserer Umwelt.
Ne? Und wenn ihr nicht wollt, dass wir an eure Unis kommen, dann wundert ihr euch, dass wir nicht wie Akademiker reden. Weißt du, was ich meine? Oder solche Sachen. Ich meine, ich sitze jetzt auch hier bei dir so real, wie es nur geht. Weißt du, meine Jogginghose an und meine Jordans. Als wir uns kennengelernt haben, waren wir auf diesem Netzwerk-Event, da habe ich einen Anzug angehabt. Also wir können uns schon, oder ich kann mich schon in beiden Welten bewegen. Ne? Aber am liebsten bin ich so, wie ich bin. Mhm. Und dann frage ich mich, wie bin ich zu dem geworden? Ne? Ist es mein eigenes Tun gewesen oder bin ich stark von der Umwelt beeinflusst? Mhm. Ne? Und von diesen Strukturen, die mich möglicherweise irgendwo reingedrückt haben. Ne? Und ich hatte zuletzt ein Gespräch mit meiner Chefin, da ging es tatsächlich auch um eine Beförderung. Dann sagte sie zu mir, Spoiler, ich habe die Beförderung nicht bekommen. Scheiße, Mann. Und dann jetzt antworte ich auch nicht irgendwie, weil ich beleidigt bin, weil ich diese Beförderung nicht bekommen habe. Aber in diesem Feedbackgespräch sagt sie dann zu mir, ja, du musst auch ein bisschen auf deinen Jargon achten, wie du dich artikulierst. Und ich denke so, hey, Moment mal gerade, ist ja, weißt du, wenn ich mit meiner Chefin rede, dann, weißt du, es gibt ja dieses Code-Switching. Das heißt, wenn ich im Schelmgram sitze mit dir und wir reden, dann benutzen wir ganz andere Wörter, als wenn wir mit unseren Vorgesetzten reden, logischerweise. Wir haben verschiedene Facetten und die können wir an den Tag legen. Heute rede ich mit meiner Chefin und da rede ich ganz anders und da habe ich auch keine Jogginghose an. Und wenn ich mit meinen Jungs im Viertel rede, dann rede ich mit meinen Viertel. Genau. Und das können wir alles sehr gut auseinanderhalten in Wirklichkeit. Mhm. Und sie wirft mir jetzt vor, ich kann mich nicht adäquat artikulieren. Und das finde ich halt in meinem Kopf sofort Rassismus. Ja? Mhm. So, du denkst jetzt so, okay, bisschen übertrieben, aber es gibt tatsächlich so eine Sache, das ist ganz spannend. Es gibt eine Sache, die heißt Reverse Linguistic Stereotyping. Wie erklären wir das? Wurde auch wieder ein Test gemacht in Amerika. Und zwar wurde da Studenten, denen wurde ein Audio vorgespielt. Ne? Mhm. Und es war gerade ein Beamer, da war ein Foto von jemandem. Also wie wenn jemand wie so Korrespondent im Fernsehen, da war ein Foto von einem weißen Mann, der hat was gesagt. Und dann wurden die Studenten später gefragt, wie sie das aufgenommen haben, was er gesagt hatte. Ne? Und dann wurde der gleichen Gruppe nochmal was vorgespielt, aber diesmal war das Bild nicht von einem weißen Mann, sondern von einem asiatischen Mann. Text war gleich. Richtig. Okay, das ist klar. Und dann haben alle gesagt, ja, der spricht mit einem Dialekt und der hat einen Akzent. Mhm. Und es ist total verrückt. Das heißt also, im überspitzten Sinne, ich sehe jemanden und er sieht nicht deutsch aus, also höre ich den auch anders. Oh, das ist wie Vorurteile in Audio. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und es ist verrückt, dass es sowas überhaupt gibt. Ne? Und das gibt es tatsächlich. Heißt also, falls das jetzt irgendjemand sieht, ich spreche akzentfrei Deutsch. Ich auch. Und falls ihr einen anderen Eindruck habt, seid ihr Rassisten. So. Also das gibt es wirklich. Und das ist total verrückt. Und wenn du dieses Wissen hast, ne, dann gehst du auch anders durch die Welt. Und wenn also meine Chefin zu mir sagt, ich muss auf meinen Jargon achten, dann denke ich so, yo, Moment mal gerade. Was für ein Bild, wie siehst du mich gerade? Und das ist so die Welt, in der wir uns bewegen. Und es gibt so viele Dinge, die keiner weiß. Und wenn meine Chefin zum Beispiel oder andere weiße Menschen, wenn die sowas wissen, dann können die reflektieren. Ne? Dann können die sagen so, okay, das ist jetzt, hier sitzt der Mike vor mir, das ist passiert. Worauf muss ich achten? Es gibt ja sowas wie Unconscious Bias, also irgendwie so verzerrte Denkmuster und Vorurteile und Schubladendenken. Und vor allem in so einem Bewerbungsprozess musst du versuchen, das alles auszuschalten. Mhm. Ne, dass du quasi die besten möglichen Bewerber für diese offene Position kriegst. Wenn dann aber ein Schwarzer vor dir sitzt oder irgendwie eine Frau mit Kopftuch, und auch wenn du es nicht böse meinst, dann hast du irgendwas vielleicht unterbewusst in dir drinne, dass du diese Bewerbung einfach so aussortierst. Mhm. Ja, und das passiert. Und das passiert ganz stark. Deswegen sind in den meisten Führungspositionen oder so C-Level-Executives, findest du dann keine Leute mehr, die aussehen wie du und ich. Na, und das ist dann zum Beispiel für die Fluggesellschaft, für die ich arbeite, die brüsten sich dann auf ihrer Homepage, auf irgendwelchen Diversity-Seiten und sagen, bei uns arbeiten, weiß ich nicht, 120 verschiedene Nationen. Aber wenn die alle in der Putzkolonne arbeiten, dann hat auch keiner was davon. Ja, klar. Viel Marketing, aber nichts wirklich, also keine Substanz dahinter. Ich denke, in diesem ganzen Thema denke ich so, dass wir sind gerade so ein bisschen so die Vormarsch. So, wir wollen also erstmal natürlich in erster Linie über uns selbst bewusst werden, über unsere eigene Situation. Wo sind wir gerade? Was passiert hier gerade? Und
natürlich versuchen, das Bestmögliche nach außen hin zu geben. Und wir werden sicherlich auch relativ vieles schaffen. Davon bin ich überzeugt. Aber ich denke mal, das ist so eine Arbeit, das wird sich über mehrere Generationen, muss ich das quasi ausarbeiten. Also du bringst das halt eben dir selbst erstmal bei Bewusstsein, okay, was passiert hier gerade? Aha, okay. Eignest dir die entsprechenden Tools an, um überhaupt einen Finger drauf legen zu können, okay, das passiert und jenes passiert, das heißt so und deshalb, warum wie auch immer. Die Kommunikation nach außen hin und natürlich halt eben dein erlerntes Wissen an deine Kinder weiterzugeben. Und die würden das dann nochmal rocken und dann die Kinder von deinen Kindern werden es dann nochmal ganz anders rocken und irgendwann vielleicht, klar, also im Best Case ist das natürlich jetzt sofort so, aber ich denke mal, das ist meistens immer, wie du schon sagst, das ist so ein Wissensgut. Und das kann man nicht erlernen, das ist einfach irgendwo da, es ist existent. Aber ich denke mal, wenn man einfach jetzt, ja, irgendwas muss man ja machen. Und das ist das, was wir gerade machen, ist ja so ein Schritt in die richtige Richtung. Und halt immer über mehrere Generationen wird sich das dann halt ein bisschen in der Hoffnung ein bisschen abarbeiten. Ja, jetzt kommt es ganz drauf an. Warte, ich muss überlegen, ob ich gut drauf bin oder schlecht drauf bin. Ne? Weil in welche Richtung will ich jetzt argumentieren? Es gibt es gibt so eine Tischmetapher. Aladin Elmar Falani ist ein Professor, der benutzt das. Heißt, also es gibt so eine Tischmetapher. Und an dem Tisch sitzen alte weiße Männer sozusagen. Ne? Und die bestimmen alles. Ne? Die haben den Kuchen, die können den unter sich aufteilen. Und um diesen Tisch rum, Dankeschön. Gerne. Und um diesen Tisch rum am Boden sitzen Migranten oder Schwule oder Transmenschen. Ne? Also alles, was marginalisiert ist, was nicht passt, was gerade noch nicht so viel Einfluss hat, basically. Ne? Die sitzen auf dem Boden. Und in den letzten Jahren ist ganz viel passiert und Leute wie ich zum Beispiel, die haben sich jetzt an diesen Tisch gesetzt. Ne? Frauen haben sich auch an diesen Tisch gesetzt. Schwule Menschen sitzen jetzt an diesem Tisch. People of Color sitzen jetzt an diesem Tisch. Ne? Und dürfen mitbestimmen. Das ist schon passiert, ne? Deswegen, also es ist schon besser geworden alles. Die Sache, also Punkt, das könnte man jetzt erstmal so stehen lassen. Ne? Die Sache ist aber, der Kuchen, den wir haben, der wird ja nicht größer. Ne? Heißt also, diverser zu werden, heißt auch Macht abzugeben, so ein bisschen. Ne? Nee, nicht nur ein bisschen, sondern ganz klar. Die Frage ist nur, wollen Leute ihre Privilegien abgeben und aufweichen oder wollen sie das eben nicht? Ne? Und wenn wir sagen, wir machen das jetzt über mehrere Generationen und dann wird es möglicherweise besser, dann kann das sein. Aber wenn du jetzt seit Generationen in dieser Machtposition bist ne? Und jetzt auf diese ganze Diversity-Bewegung schaust, dann haben manche Leute das Gefühl so, okay, die wollen jetzt aber auch ein Stück von meinem Kuchen haben. Und das ist einfach so. Das auf jeden Fall. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Und also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so, ich kann jetzt so mein Bestes geben und ich glaube, ich werde es nicht schaffen, also ich glaube es, ich weiß es nicht, dass ich irgendeinen, diejenigen, die da oben sind, denen ihre Position irgendwie erstreite. Ich glaube, dafür bin ich nicht, vielleicht habe ich die Skills dafür nicht, vielleicht bin ich nicht stark genug, um das zu bewältigen, oder vielleicht bin ich auch schon so dermaßen von meinen Glaubenssätzen irgendwie beeinflusst, dass ich das gar nicht erst wage oder gar nicht in diese Positionen denke. Und deshalb war so mein Gedanke so, okay, ja, ich meine, die Rechte, die jetzt die ganzen Schwulen und Lesben und Transgender alle haben, das ist ja nicht von heute auf morgen passiert, das war jetzt ja ein Kampf über mehrere Jahre, ja, Jahrzehnte. Ja. Und ich denke mal, das ganze Thema ist halt eben so etwas. Das bewegt sich in eine Richtung und ich glaube nicht, dass man das von heute auf morgen, vor allem halt eben, ich glaube, dass das Thema Macht abgeben, ich glaube, das ist nicht so ganz entspannt. Also nee, wäre ich jetzt, also meine Position, was ich hier habe, was ich mir hier aufgebaut habe, wenn jetzt, da bin ich auch nicht bereit, das irgendwie mit irgendjemandem zu teilen. Ne? Und ich denke mal, das geht bei den anderen geht's genauso. Aber ich denke mal, mit der Zeit, wenn wir einfach versuchen, uns in dieser Hinsicht ein bisschen, wenn wir bewusster werden, und das halt unseren Kindern weitergeben, die könnten das vielleicht auf eine andere Art und Weise lösen. Also das glaube ich. So ist meine Denkweise in dieser Hinsicht. Ja, also was jetzt gerade der Ansatz ist, vor allem im so im Corporate-Ansatz, was Diversity Management angeht und dergleichen, ist der Ansatz. Der Ansatz ist folgender. Je diverser ein Team aufgestellt ist, desto erfolgreicher und innovativer kann es arbeiten.
Heißt also, ich mache mal so seltsamen Namen, also heißt also, du hast ein Team, das besteht aus Thomas, Dieter, Jürgen und Klaus. Ne? Und die haben alle irgendwie an der Uni studiert und gucken abends alle Fußball. Und die haben eigentlich alle die gleiche Lebenserfahrung gemacht. Ne? Mhm. Das sind alles weiße, heterosexuelle Cis-Männer. Was ist ein Cis-Mann? 53 Jahre alt. Was ist ein Cis-Mann? Mhm. Gut, ein Cis-Mann, also heterosexuell ist klar. Mhm. Ein Cis-Mann, Cis heißt einfach nur, du bist im richtigen Körper. Quasi, ich bin Mike, ich bin ein heterosexueller Cis-Mann. Okay. Bei dir ist alles... Das passt alles sozusagen. Mhm. Ne? Das ist Cis, ansonsten bist du dann trans. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil das ist jetzt nicht meine Stärke, aber so ist es. Ich glaube, das habe ich sehr gut erklärt. Ja, ne? Ja, ja. Also du bist halt bist einfach einer von diesen Leuten und dann habt ihr quasi die gleiche Erfahrung, auf die ihr zurückgreifen könnt. Ne? Mhm. Heißt, wenn sich jetzt arbeitstechnisch ein Problem präsentiert, dann werdet ihr wahrscheinlich ziemlich schnell auf eine Lösung kommen und jeder wird sagen, das ist eine sehr gute Idee, so machen wir es. Ne? Wenn du jetzt aber ein Team hast, was eben total divers aufgestellt ist, dann hast du eine Person of Color mit dabei, dann hast du vielleicht eine queere Person dabei und dann hast du noch eine Frau mit Kopftuch dabei zum Beispiel und diese Menschen haben in ihrem Leben ganz andere Sachen erlebt. Mhm. Ne? Und wenn die ein Problem präsentiert bekommen, dann haben die eine andere Problemlösungsstrategie und die kommen wahrscheinlich auch auf andere Lösungen. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist Innovation, ne? Weil die können dann einfach eine bessere Lösung anbieten. Ne? Und Innovation kann jede Firma gebrauchen. Also wer nicht innovativ ist, der verschwindet irgendwann vom Markt. Und das ist so der Ansatz, mit dem man quasi so einen Fuß in die Tür kriegen will bei Firmen zum Thema Diversity, dass man einfach sagt so, ey, je mehr Diversity Hires ihr habt, desto innovativer könnt ihr sein. Ne? Und dann letzten Endes richtet sich ja das dann ans Kapital. Weißt du, jeder will Gewinn machen, jeder will Wachstum und du wirst wachsen, wenn du diverser aufgestellt bist. Also da gibt es auch Studien von McKinsey. Es gibt so eine Studie, die heißt Diversity Matters und die sagt, wenn du ethnisch diverser aufgestellt bist, hast du eine 36-prozentige höhere Chance, besser zu performen als andere Firmen. Mhm. Auf welcher Ebene reden wir gerade? Du hast vorhin gesagt, ein sehr schönes Beispiel, ja, wir haben ungefähr 1300 oder Menschen aus aller Welt so, aber dann ist es meistens so die Putzkolonne. Richtig. Das müssen jetzt Entscheidungsträger sein. Genau. Ja, ab C-Level, ab C-Level passieren. Ist es auch so dann, dass es auch jetzt aktuell sich jetzt in der Hinsicht bewegt oder reden wir immer noch über im Bereich quasi, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, also ganz normale, nicht mal Führungskraft, sondern einfach nur Sachbearbeiter oder... Ja, also nee, das passiert jetzt schon in Firmen. Ne? Also Firmen, die erkennen schon an, dass es dass dieses Diversity-Ding irgendwie real ist ne? Und dass man da was machen muss. Und jetzt vor allem im deutschsprachigen Raum, es ist irgendwie so, als wäre das den Leuten jetzt in den Schoß gefallen. Und die sagen, okay, Diversity, wir müssen jetzt was machen. Und dann gucken die in den Raum, dann sehen die eine Frau und sagen so, okay, du bist jetzt Head of Diversity. Bumm, fertig. Und so ist das dann erstmal. Und dann werden erstmal Frauen gepusht, logischerweise. Mhm. Was auch vollkommen okay ist. Ne? Aber dann passiert wieder was anderes. Weil wenn wir jetzt sagen, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen, dann ist es absolut richtig und ist absolut gut. Aber wenn wir in 10 Jahren jetzt dann auf so ein Gruppenbild gucken, dann haben wir wahrscheinlich ein Gruppenbild mit 50 weißen Frauen, die auch alle irgendwie den gleichen Werdegang haben, weil die alle studiert haben, die kommen alle aus dem Akademikerhaushalt, die haben alle vielleicht als Au-pair irgendwie in New York für ein Jahr was gemacht. Und dann haben wir das gleiche Problem wie mit den Männern heutzutage jetzt. Ne? Dann heißt es halt nicht alte weiße Männer, dann heißt es alte weiße Frauen, weil am Ende des Tages haben die auch wieder die gleichen Erfahrungen gemacht. Mhm. Ne? Heißt also, wir müssen auch das durchmischen. Es gibt diese Sache, die heißt Intersektionalität. Also du kannst natürlich auch Frauen pushen, aber pusht da auch immer eine schwarze Frau oder eine Frau mit muslimischen Wurzeln oder dergleichen, weil die kommt dann wieder mit anderen Ideen, weißt du? Aber Bärbel und Bianca werden immer, weißt du, ähnlich getriggert. Die sind immer ähnlich aufgestellt sozusagen. Und deswegen muss man gucken, Diversität funktioniert nur, wenn wirklich verschiedene Lebens Backgrounds irgendwie da stattfinden. Weißt du, nur weil Bärbel in Hamburg studiert hat und die Michi in München, BWL ist BWL, weißt du, und ihr kommt aus dem Akademikerhaushalt und wahrscheinlich habt ihr so ziemlich genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Ne? Mhm. Und das soll jetzt auch kein Vorwurf an irgendwelche Menschen sein, es ist halt wie es ist, logischerweise. Mhm. Ne? Aber ich kann zum Beispiel, wenn ich kann jetzt eine schwarze Person treffen aus Hamburg oder New Jersey oder sonst noch wo
Und dann erzählen die mir von irgendwelchen Geschichten und ich kann es komplett nachvollziehen, weil ich sage so, ja, Digga, das ist mir auch schon mal passiert. Mhm. Ne? Und genauso ist es natürlich mit Bärbel und Friederike, denen passieren auch die gleichen Sachen. Ne? Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir in diesen Teams so aufgestellt sind, dass basically von jedem einer mit dabei ist. Oder Gut, Mike. Dann danke ich dir, dass du da warst.